Ja, grüß dich. Ich sitze jetzt da gerade so ein bisschen auf so einem kleinen Bergerl oben und du siehst da unten links und rechts die Sonne kurz vorm Untergang. Und ich bin heute um 5:30 in der Früh schon weggefahren bei unglaublichem Sternenhimmel. Hab einen Sonnenaufgang erlebt im Nebel, über so einen Nebeldunst. Ein unglaubliches Gespräch gehabt und jetzt darf ich noch da zum Sonnenuntergang sitzen und erleben, was die Natur, was das Leben einem bietet. Du hörst, ich bin zwar ein bisschen außer Atem, aber wegen sowas, was ich da gerade erleben darf, bin ich gern außer Atem. Wovon bist du außer Atem? Fragst du das auch? Wovon du außer Atem bist? Was nicht schön, jeden Tag wegen solchen Anblicken außer Atem zu sein? Ich wünsche das und alles Liebe dabei.